Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Portal 2. So, erstmal sorry, dass ich den letzten Part so kurzfristig beendet habe, aber es hat mich ein Telefonanruf ereilt und ja, bevor ich dann irgendwie jetzt andauernd genervt werde, indem andauernd wieder angerufen wird und so, weil das kann durchaus vorkommen, habe ich mir gedacht, ich beende jetzt den Part und geh's mal ran, weil, ja gut, der Part war jetzt auch schon lang genug, muss man so zu sagen. Und da dachte ich mir, da kann man jetzt ruhig auch mal ans Telefon rangehen und dann ist der Anrufer auch glücklich. Jetzt muss ich hier nur mal du gucken. Du erinnerst dich, dass ach, ja, ich ewig liebe und du in 60 Jahren tot bist. Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Aha. Medizinischer Eingriff und Geschenk. Bin ich mal gespannt, was da passiert. Dein Overall sieht blöd aus. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus. Wer hat die Akte geschrieben? Hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht... Warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. In Mode. Aus Frankreich. Oh, fuck. So war das jetzt eigentlich nicht gedacht. Sieht ja blöd aus. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Ja, ich glaube jetzt ja. Sieht er gut aus, doch was hab ich denn da jetzt angemerkt, falsch bei gemacht? Dir blöd aussieht. Also ich möchte jetzt unbedingt diese aber was Türme ein alle umwerfen. Alter Techniker schon von Mode. Er war vielleicht... Warte, eine Frau. So. Und trotzdem. So. Oh, hier steht ich sie schnell einen gemacht. Doktor. In Mode. Aus Frankreich. Verloren. So, die schmeiß ich auch rum. So. So, die da, ups, alle umzuschmeißen, ja, wird von hier aus ein wenig schwierig. Deswegen machen wir es von da aus. Aber wir müssen hier, glaube ich, noch was anderes machen. Mhm, genau, diesen da. Yep. Okay, um die da können wir uns erst später kümmern. Jetzt erst einmal hier die und ja. Wenn ich hier so komme, ist das natürlich einfach, ne? Einfach alle umwerfen. Oh, wow, 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 wow. Das dröhnt ganz schön in Ohren. Apropos dröhnen, ich wäre dafür hier irgendwie mal noch ja. Dann machen wir es eben so. Und setzen den jetzt dahin. Ja. Ah, die können wir jetzt auch stehen lassen. Also, scheiß drauf. Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist. Es ist echt übel, wie klein die Welt ist. Die Welt ist so klein, dass du immer noch in meinen Ohren liegst, ne? Und, an Seitenhieben nach dem nächsten nicht Test müde wirst. Wartet eine Überraschung auf dich. Aber aha, ich verrate nichts, nur so wie oft, viel. Wie oft du willst du noch von Überraschungen Menschen, quatschen? Die du lange nicht mehr gesehen hast. Hm. Irgendwie kann man, glaube ich... ja, ich glaube, ich weiß wie. Erstmal muss ich hier... Ich glaube, ich drücke jetzt erstmal hier so drauf. Ah ja. Ja, genau, da kommt ein Laser. Und mit dem kann ich hier... Wenn ich es kann... So. Jetzt halt. Diese Türme hier alle putt machen. Putt, putt, putt. Alles putt.
So, dann kann ich mir jetzt erstmal diesen Würfel schnappen. Und dahin mit. Und ich kann, glaube ich, auch irgendwie einen Laser da reinlenken, aber fragte ich jetzt nur, wie. Ah, ja. So natürlich. Das muss ich jetzt gerade mal probieren. Ich glaube, nämlich wenn ich das mache, dass dann auch das Gitter aufgeht. Gerne mal probieren. Au, ja, genau. Ich wusste doch, dass... ja. Dass doch das Gitter mit aufgeht. Und dann kann man da rein kriechen. Und da sind ein paar Genossen, die Musik machen. Türme. Also die haben irgendwie, keine Ahnung, Blitzschlag abbekommen oder sonst irgendwas und haben außer Tanzen nichts mehr im Speicher drin. Und so weiter. Und WTF? Wie weit geht's denn hier noch? Ja, mit einem Kunstwerk von irgendwelchen, ich nenne das jetzt mal Überlebenden. Und ja, hier sieht man so ein paar Kulissen von den Anlagen hier und ja, eigentlich ein ganz hübscher, witziger Raum mit diesen Tanzenden hier. Ich glaube, es gibt hierfür auch irgendwie eine Errungenschaft, bin ich mir aber nicht ganz sicher. So, wir machen dann jetzt erstmal hier weiter. Wie wäre es mal damit? Ja, erstmal dürft ihr kaputt... Da kommt, du darfst auch noch. Weg damit. Prima. So, ich könnte jetzt theoretisch so brav sein und das Ding wieder aufstellen. Aus, das ist ja eh. Ich könnte es natürlich auch hier noch reinstellen. Okay. Bam. So, sollte mir das jetzt was sagen, oder wie? Mit deiner schönen Musik. Aperture Laboratories. Wie schön immer aufblinkt. So, Ladebildschirm ist rum. Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Mhm. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. So. Was machen wir hier mit diesem Teil? Ah. Hier auf. Ja, gut. Ich denke, ich mache mal Portal hier hin. Und dann denke ich mal weiter und mache hier auch noch ein Portal hin. Nee. Oder doch? Ja, doch. Und zwar... Nee. Erstmal doch. Und dann stelle ich den Würfel hier drauf. Na? Ich wollte eigentlich da drauf hüpfen auf den Würfel, aber ich möchte doch wissen, ob der richtig liegt. Okay, dürfte passen. Dann... Nicht dein Ernst, ne? Wie zum Geier? So, ist das... Na. So natürlich. Und jetzt machen wir einfach hier ein Portal hin und dann passt das. Ich wette, du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Natürlich hast du das. Direkt darauf zu. Natürlich hast du die vergessen. Nach all den Jahren, bei dem Gedanken kommen mir die Tränen. Du und Tränen? Soll ich mal lachen? Okay. Komischer Lachmodus off. Wer kennt's?
Teil 4, die Überraschung. Okay. Das kam jetzt für mich doch schon ein wenig unerwartet früh. Aber das heißt, ja, dass der Part hier zu Ende ist und wir im nächsten weitermachen. Macht's gut und ciao.